So, herzlich willkommen, Leute. Ich spiele heute die Testspiele vom EC Bad Nauheim. Und wir spielen zuerst auswärts. Hier spielen wir in Österreich. In Österreich. Ja, gegen die Bulldogs. Nicht wundern, ich hab noch die alten rein mit. Ich zeig's euch, Freunde. Ich zeig's euch am besten. Rein bearbeiten. Ihr seht, Strodel ist noch da. Verteidigung. Stiefenhofer, Kukila, Haier und in der Reserve Mick Höhler, Simon Knipp, Dani Bindels, Götzl, Öffing, Kart, Kyle Gibson, Jared Gomez. Jack Gomez? Spielt der? Freunde. Jack Gomez fehlt mir beim EC Bad Nauheim. Wo ist mein Jack Gomez? Ich hab den erstellt. Ich schwör's euch, ich hab den erstellt. Ich hab den erstellt, ich schwör's euch. Jack Gomez. Jack Gomez. Du müsstest beim EC Bad Nauheim sein. Jack Gomez, also doch. Ich hab den gerade weggesehen. Jack Gomez ist da. Also ich kann es ja mal euch zeigen. Wächtershäuser. Cody Silvester. Kale. Pauli. Sikesi. Ketter. Weinig. Jasper Kokela. Strodel. El Zayet. Mein Lieblingsspieler. Jan Lukas Sehen. Luis Öffing. Leon Köhler. Zach Hammer. Tyler Fiedler. Kyle Gibbons. Mike Hart. Jack Gomez. Steve Slayton, Jared Gomez, Daniel Stiefenhofer, André Bieresch, Niklas Heyer, Marvin Rattmann, Mick Köhler, Robin Palker, Colin, Ubi Keil, Simon Knipp, Niklas Konett, Dani Bindels, Maximilian Götzl. Und im Torhüter haben wir Felix Pick, Pierluigi Capo, David Lee Payton, Bastian Kutschis und David Böttcher. Bei... So, ich zeig euch alle Vereine. Fangen wir mal mit Weißwasser an. Weißwasser. Alle Feldspieler. Das ist mir ja auch klar, ja, glaubt. Aktuelle Kader. So. Ich zeige euch auch bei den Löwen den aktuellen Kader. Und da seht ihr gleich jemanden, Manuel Strodel. Und der steht auch beim EC Bad Nauheim im Kader. Ich hab's euch gesagt. Die sind zwar alle da. Ich zeige euch auch nochmal die Torhüter. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann spielen wir jetzt das erste Testspiel der Saison. EC Bad Nauheim. Gegen. Wie gesagt, Dornpuin. Ich lasse es bei 6 Minuten. So, ich will euch jetzt noch was sagen. Die Saison wird auf jeden Fall im Livestream folgen. Und falls es nicht geht, Freunde, mit dem Livestream, mache ich ein Let's Play draus. Messestadion Dornpuin. A
Geil wäre Felix Big im Tor, das EC Bad Nauheim. The generation of offense is going to be really interesting to watch. Both teams like to get their defense up into the rush and really you're going to play a little Ich hoffe, ihr seid bereit, Freunde, für die kommende DL2 Saison. Natürlich in der ersten Reihe Fiedler, Pauli und André Biresch. Der Puck ist gefallen, Kukila. Oh. Abseits. Ich hab die Torhin leider jetzt nicht an, weil wegen weil ich nicht die offizielle Lizenz dazu hab. Und da ist André Biresch mit dem 1:0. Zu lange mein Fernseher ausgehen, sowas aber auch. André Biresch mit dem schönen Schuss. Gucken wir mal hin. Schön vom Pauli Vorbereitung. André Biresch. Den hätte er heute auch halten können, meinen Augen nach. Aber André Biresch hat gedacht, ich nehme mir mal ein Herz. Ach, Pauli war gerade der Vorbereiter. Mein Fehler. Kukila und Tyler Fiedler waren. Und der Fiedler hat den Puck noch. Tyler Fiedler auf Pauli. Pauli. Oh, Pauli. Steven Over, Kukila. Big! Fiedler. Pauli. Oh. Der Hammer. Kukila. Pauli. Steven Over. Pauli! Biresch. Sag Hammer. Sag Hammer. Biresch. Tor für den EC wieder. Schön durchkombiniert. Von André Biresch. Den Pass rüber gespielt. Sehr schön gemacht von Hammer, der eigentlich jetzt in der zweiten Sturmreihe spielt. Die anderen zwei sind nicht zum Wechseln gefahren, aber sehr schönes Tor. Muss man dazu sagen. So, und jetzt ist nämlich die richtige Reihe auf dem Eis. Hammer, Cornett und Cody Zlaster. Haya, Hammer. Konet. Sehr schön von Konet, würde ich sowas von Gönne der Mann vorschießt. Der Förderlizenzspieler, einer der wenigen, die im Kader stehen. Und Simon Knipp steht zum Beispiel nicht im Kader. Haya. Da ist Trudel. Haya! Nauheim macht Druck. Haya. Ketter. Cody. Haya. Hammer. Big hat ihn. Felix Big. Haya, Cody. Cody. Drüben ist Hammer. Oh. Strudel. Ich will mit Strudel kein Tor schießen, mit der Löwenfotze. Reinick. Slayton. Steve Slayton. Reinick. Die Verteidiger. Schießen sogar Torkel. Alan Weinig, Zach Hammer und Steve Slayton waren die Assistenten für dieses Tor.
mega raufgespielt. Kale, See, Kizzy und Parker, die vierte Angriffsreihe ist jetzt auf dem Eis. Kale, Parker, Robin Parker. Slayton, Weinig. Parker. Parker. Ey, Parker. Parker. Oh, Nauheim. Palka, Kale. Ich hab sogar die verkehrten Regeln an. Egal. Weinig. Kizzy. Weinig. Radmann. Strudel. Strudel auf Radmann! Marvin Radmann! Nauheim 4! Manuel Strudel war der Torvorbereiter! Und Marvin Radmann, wunderschön von Marvin Radmann in dem Moment. Man merkt, DL2, anderes Kaliber, Freunde. So, und jetzt ist mein Lieblingsspieler auf mal. Mark Elser jetzt am Bulli-Punkt. Der Kapitän gewinnt das Bulli. Steven Hofer. Wenn jetzt die Kommentare kommen, wer das dritte A auf der Brust trägt, kann ich euch sagen, wer das zweite A auf der Brust trägt. Zeit. Strudel weg ist, kann ich euch gerne sagen. Also jetzt. Strudel. Elsa jetzt! Da ist er! Mark Elsa jetzt! Mark Elsa jetzt! Der Kapitän geht mit dem besten Beispiel voran. Schönes Ding von Mark Elser jetzt, Freunde. Du hast jetzt Feierabend und du das vom Tor. Jetzt kommt der eigentliche Torhüter. He's had enough. Go past him tonight. Central's taken. So, Fiedler, Pauli und Bierreschütte auf dem Eis. Ist auch Strudel, zwei Assistent-Tore heute schon. Das ist. So, Pauli, jetzt dreh dich. Geh auf vor, Pauli. Pauli alleine. Nein, er spielt nochmal ab. Sehr schön, Ketter, der jetzt hier am Freitag sein 400. Spiel gemacht, 450. Spiel gegen, wen haben wir am Freitag gespielt, letzte Woche, ich glaube gegen Ravensburg. Big, 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 Cody. Und der geht ja auch allein aufs Tor. Diesmal wirklich. Cornet ist dabei. Ey, Junge. Cornet, den würde ich sowas von gönnen. Seine Strafe halten. Die erste Strafe für den EC Bad Nauheim durch Beinstellen von Zach Hammer. Ich sag's bei Kokila.
Und Weinig. Der ist gut. Weinig. Big Kizzy! 6-0! 6-0, Hooper! Big Kizzy! Schöner Pass eigentlich von Aaron Weinig, der hat auch selber hätte machen können. Und da ist das Unterzahltor, meine lieben Freunde. Zack, schön rüber. Oh, der hält einfach nur die Kelle hin. Sehr geil gemacht von Huber Wilkesi in dem Falle. Piker und Cody auch mal. Wenn Piker jetzt natürlich ein Tor schießt, das wäre absolut geil. Und Piker hat den Puck. Schön gemacht vom Big in dem Fall. Slayton, Palka, Robin, Palka, einfach mal drauf schießen bei dem Fliegenfänger. Der ist sehr schön geblockt gemacht vom Verteidiger. Ist alles geklärt, Freunde. Ich habe gerade meiner Freundin noch mal was geschrieben. Second period set to get underway. Auf 35 Sekunden Unterzahl. Ja, 35 Minuten, genau. Ich könnte auch 35 Minuten Unterzahl spielen, die wollen kein Tor schießen. Und jetzt kriegt der Torhüter wahrscheinlich 2 Minuten oder auch nicht wegen Spielverzögerung. Ich habe halt die verkehrten Regeln an. Ketter! Sick Casey! Slayton geht rein ins Drittel. Hooper, Sick Casey! Wir sind im zweiten Drittel, meine lieben Freunde. Pauli, lauf! Ganz alleine! Andy! Pauli! Andy! Pauli! Wenn es zu 0 ausgeht, ziehe ich den nächsten Livestream im Trinkwagen an. Ich habe mal meiner Freundin ein Bild geschickt, meiner Managerin. Cornett. Nikolas Cornett. Einer der Kölner muss nochmal netzen. Twitter. Hammer. Cornett steht frei vor der Bude. Oh, Cornett. Ich würde gerne mal mit Cornett ein Tor schießen. Nikolas Cornett. Schön gemacht, Cornett. Cornett! 8-0! Nikolas Cornett.
Nicolas Cornett, meine lieben Freunde. Nicolas Cornett. They played with more skill and they are filling the net. What a fun night to play in. Handles the pass from the right wing. Here's a shot and that was stopped. Big. Elzayet. Der Kapitän. Elzayet. Jordan Burns got the puck here in the open. Wieder Puck verloren. Takes the feed. Stops the rocket of a shot. Und Radmann, freie Bahn. Er sei jetzt erneut. Marc El Zayet von Jasper Kokila und Marvin Radmann. 9-0. Schatz 9-0. Marc El Zayet. Piker würde ich auch gerne ein Tor schießen. Piker. In behind the cage. The lane was plugged up and that shot's blocked. Oh. And they'll be forced to regroup after the puck bounces out of the offensive zone. We got a delay. Hey, komm schon. Schiri, bitte dich, ey. Standards getting called for 2 minutes here by the officials. Piker bleibt auf mal. But he ends up getting in the way too much and he gets called for interference. Central's got the puck in the defensive end. Was macht denn Piker da? Piker im Laufduell. Piker schneller oder was? Dornburn's got control of it now from their own end. The Devils gain control of the puck against the wall. Grabs the puck and looks to make something happen. Sehr schön. Robin Piker. Here's a blast. What a save. He'll probably feel that one tomorrow. Slides the puck near the front of the net. Piker ist eigentlich auch nicht so schlecht. Pokes it away here in the neutral zone. Standards lugging the puck. Was macht denn Cody? Oh, Latte! The Bulldogs will play it in their own end. Now I'm wieder komplett. Icing's the call. You know the coaching staff's not gonna love that one. Well, I can think of about 3 plays he could have made other than that one, but hey, that's the way it goes. Now you need your centerman to win a draw. Back underway and they take possession here inside the offensive zone. Stopped by the goaltender. Good save. Tyler Fiedler ist schneller. What the fuck? Schießen die denn überhaupt kein Tor, die Österreicher? Zum Glück gibt's bald eine Mannschaft, die es mit mir aufnehmen kann. Fiedler. Dornburn's got the puck in their own end. Takes the return feed. Central's got possession at center. Shot on the tip. Whoa, Flayton! Mit dem 11-0. If you're the goalie here, you just want to move as quick as possible. Wenn noch einmal so und ich spielen würde. And off the tape in a hurry. Face off here in the neutral zone, and we are back underway. Radmann. Strudel. Weinig. Strudel. El Zayet. Strudel. Slayton. El Zayet mit dem 12-0. Now, what a great feeling.
is a real nice trick. That's a scorer's goal right there. That puck is on and off his stick in Mark a hurry. He's tight to the net. He has to get rid of it before the goal. Guck mal rein. Schön. Der Kapitän macht's richtig. Central's been lighting the lamp all night long thus far, and it continues here in the second. Domination. Goals almost at every turn. Hey, buddy, you need to put your controller down. This is not fair. Off the post. Player goes down to the ice. There's the referee's power play, but no one. And he's heading to the box for two for tripping on this. Es sei denn, Pauli und Karloff. Because you put yourself in a bad spot. The player falls down. Now you're cooked. You go to the box. Oh, he's got 2 minutes to think about it now. Trying to get it out of danger. Da wird der Puck erstmal hinten rausgehauen. Big ist da. Und Elsa jetzt im Laufduell. Icing. Scheiße. Kalle bleibt. Und Elsa jetzt. Mark, Elsa jetzt ganz alleine. Mach's! Ich will unbedingt ein Powerblade-Horse schießen. Kalle. Pauli. Komm, da machst du Kalle eben! 13-0. Offensive onslaught continues. What are you seeing down at ringside, Ray? Domination. They've been the better team for most of this night. Now they're in such a large lead. It's very power play. Picks up the puck in his own end. Jostled off the puck. Through the offensive zone and behind the net now. Stop by the Bauerntrick von Bieresch. Der war nicht draußen. Central's been an impressive club to watch tonight, especially offensively, as they lead big here late in the second. He almost hit the second there, but regains control of the puck. Takes the feed at the back end. Oh, and another big stop! Oh, he's locked right in. A couple of stops in a row there. The Devils have to be feeling good about themselves here in the late stages of this second period as they continue to lead big. Offense's own face-off, and he wins the draw. Comes up with the block. 13-0. 3 Minuten noch im zweiten Drittel. Ketter. Spielt ab auf Hammer. Wide of the net. I like the shot. He didn't miss it by much though. Unleashes a cannon. And the shot dies in the traffic jam. So. Central's got it from behind the net. The Bulldogs will play from the defensive zone. Was ist denn mit den Österreichern los? The Devils with a total team effort to this point as they lead comfortably here in the second. Puck has dropped and he wins the draw here in the defensive zone. Takes the pass. Palka, endlich, da will ich Palka sehen und Robin Palka! Palka! Excellent puck movement on the odd man rush. Robin Palka! Der von den Kölner Heil. Schießt das 14-0. Das ist ja mal mega. 21 noch im zweiten Drittel. Es wird nicht einfacher werden, Freunde. Ich werde auch im nächsten paar Spiele verlieren, wohl oder übel. Carlo. Kalle! 15-0! Wow,
Wow, he rifled that past the goaltender. He had such good speed, the goalie's backing up quickly, but he can't get to the spot where the puck is. The Devils will schießen die da mal endlich mal ein Tor. I don't know if they want this period to end, though. No, this is a fun zone for them. They have scored almost at will. They've set up for a really comfortable third. And that one flies over the net. Puts it on net and makes the save. And that's all she wrote on period number two in this one. Das war erst das zweite Drittel. Es kommt noch ein Drittel und es steht 15-0. Ach du Scheiße. Das letzte Drittel, Freunde. Kukila. Ray, with two periods in the books, what are your thoughts on the game to this point? Central's able to see the finish line now. Here into the third period with a comfortable lead. Just don't start giving away chances. Central's on total cruise control early in this third period. Fiddler's won the draw. Kukila! Just wide of the net. Biresch. Fight for it along the boards. Handles the puck. Thunder is hit. Well, that's inevitable. He had his head down, got hit so hard he dropped the stick. Now he's got to go pick it up. Und ein österreichischer Spieler ist verletzt. Keep your head up, right? Well, that's one of the reasons. Central's offense has a thing to watch tonight as they lead it big time here early in the third. Fiddler's won the draw here in the neutral zone. Steven Hofer. Sieht Pauli. Move to the middle. Here's a shot. No room for that one to get through. Another stop by the goaltender. Hey, ja, hey, ja. The Devils get a hold of the puck along the boards. Centering pass. Knocked away. Dornburns grabbed a hold of the puck. Delayed penalty coming up here. Here he comes in on a breakaway. War nur ein Gegner. Steht 15-0, 2 Minuten Powerplay für die Gegner. Steven Hofer muss wegen Check auf die Bank. Wegen Behinderung für 2 Minuten auf die Bank. Heute 15-0. Big Slayton. Here's a chance to erase that shorthanded Slayton. Receives the pass. Comes up with a stop. Here's a backhander. And nothing doing with the goaltender there. That's really good strength by the goaltender as they quickly get over to the side of the net. Right tucked up against the to make the save. Central has been a dominant force offensively. Plenty of quality scoring opportunities. And they lead a big time early in the third. Ist, auf and the goaltender grabs that one for a whistle to try to slow things down here. The Devils have been the busier team offensively, and as a result, they lead it big time here in this third. Centering pass. Takes a shot. Misses over the net. Central's got possession here in the offensive zone. Referee's got his hand up, signaling a delayed penalty. Hey James, just jumping in for a second. That was an enormous hit. Big time stop, gets a blocker on it. Dead center, excellent save. And a solid effort by the penalty. Perfect timing to get on the board. Man, they would have liked this a long time ago, James. They've been working away to punch through. They finally get one by the goaltender. The Bulldogs have a long way to go still here in the third. I guess you get your scorers out there and you try and keep climbing out of a hole, but it's not very pretty right now. Oh, that's gonna be a penalty. They're gonna have to call that. There's the whistle stopping play. Penalty coming up here. And he's going off interference. The call. Noch knapp 14 Minuten zu spielen. 15-1. Das Sieg ist trotzdem hier. Cuts off the lane for the player to skate through. Who's the puck?
Fiddler. Here's an opportunity in front of the net. Jordan's looking to break out of their own end. Da kommt Kukila. Central's going to be able to kill a few seconds off now with the puck. Freunde. Moves it around along the half wall. Da am Start. Bulldogs gain possession in their own end. Ooh, Weinig. Here's an offensive chance. Back at the point, they set it up. Here's a shot on the tip. Stopped by the goaltender. Denies him. He got all of it. Looks to set up at the point now. The Bulldogs get nothing here on this power play. We're back to even strength. Slowly they start to take the advantage away from the other team. They get a power play, and this PK unit has been perfect. They knock them down at the knees every time. Natürlich hole ich mir auch den Puck zurück. The Devils scoop it up along the boards. And he comes up with it. Takes the feed. Connect, Weinig. Here they come on the attack. Ketta! He's tripped up on the play. Referee's hand goes up here. Let's see what the official makes for the final decision. Pretty cut and dry with a tripping call here. Yeah, but James, every player argues the tripping call because you feel like your stick was in the right place. Und was soll ich jetzt damit? Never your fault. And it looked like there was some late moment lobbying there. It didn't work. Schön, der Schuss erstmal geploppt. Great burst of speed to come up with it. Slides the puck over. Looking to make something happen in the offensive zone. Palka. Scrum along the boards. Robin Palka. Gets a hold of the puck here in his own end. Maintains possession. There's a collision. He's got a step on a breakaway. What a stop by the goaltender. Yeah, he was able to gauge his speed against the skaters. He moved back nicely with them to make the stop. Icing his calls, stopping the play dead. Dortmund's gonna have to finish up tonight's game one skater short. Ich bin am Zocken. Thanks very much for the update, Ray. Well, that certainly changes things now. Yes, it does. Booming shot. Palka. Read it perfectly. The Bulldogs run out of time on the man advantage. Both sides keep even strength. The pressure points on the penalty kill have been lit up perfect. They've pushed at the right times. They've sagged back at the right times. Gotten the requisite saves when they need those too. Carries the puck up through center. Alter, jetzt muss ich schnell mit nach hinten arbeiten. Stevenhofer, Kronet, Elsa jetzt. Der will's machen und er macht's auch! 16 zu 1, Mark Elsa jetzt! Danach spielen wir in Herne gegen Herne. Central's all too aware there's no mercy rule in hockey. They continue. Ich will der erste Härtetest werden. They're laying a beating on these guys now. It may be time to lay back just a bit. From the left side takes it at center. Right in front of the net. Stopped by the goaltender. Big save by the goaltender once again. Kronet, der macht heute auch ein starkes Spiel, finde ich. Nikolas Kronet! Gets in front of it. Yeah, it's a sharp save, James. Right in the middle of the ice, he makes the stop and pushes it away. Ole, ole! Ole, ole, ole! So, Piresch. The Devils gain possession along the wall. Dornburn's got the puck. Takes the feed from the wing. Let's it go! Stopped by the blocker. Central's gain possession along the boards. Move to the middle. Wrist shot from the slot. Oh, denies him with the save. I think he got the blocker on it. Bierisch. Great chance. Pauli. Nothing in front. I like the way he tracks. Fiedler. He's got to find it. Then he gets his body right in front of it. That's a good save. Kukila. Oh, he misses the net. Not by Pauli. Bierisch. Right? If it's not on net, it can't go in. Fair point. The Bulldogs gain control of it. Kukila. Takes the feed from the left side. Stevenhofer. And the goalie comes out to play the puck. Mark Elzayet. We got a penalty coming up here on the play.
5 Minuten Spieldauer für Mark Elter jetzt. 5 plus Spieldauer für Mark Elter jetzt. Another chance here on the man advantage. If you can find a way to get a power play goal here, you can Scheiße! This game they haven't got one yet tonight. And you find yourself starting to press when you don't score. Major for checking from behind. Sends the pass over. Uses the boards with the bank pass. Zekezi. Grabs the puck. Steps into all of that. The Devils gain control of the puck against the wall. Close save! Quick reflexes! Carries it across the line. Let's it go! That's turned aside from the blocker! Ketta! Through center along the wing. Sends it across! Dornburn's got control of it now from their own end. Oh, just a textbook hit! Ich muss das Slaten gerade machen. Nicht schlimm, letzten Drittel noch 1 Minute 51 zu spielen und Mark Elter jetzt mit 5 plus 10 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 plus